Sturm hinter dem Fenster und nichts zerstört unsere Liebe. Süß. Also ich gehe jetzt noch mit meiner Mutter schnell einkaufen für morgen. Ein paar Sachen noch, was ich mitbringen kann für die Klasse. Ansonsten haben wir schon was gemacht. Ja, Leute, also es ist für den morgigen Tag alles fertig gemacht. Also wir haben Essen, also was ich mitbringe und was zu trinken. Genau, ich frage mich oder ich überlege mir vielleicht nur eine Torte mitzubringen statt zwei. Also ich hätte halt, also wir haben eigentlich zwei Kuchen und Windbeutel angedacht mitzubringen. Weil ein Kuchen wäre halt viel zu wenig, wenn jeder da wäre und jeder was haben wollen würde. Aber ich glaube nicht, dass jeder da wird. Also Luise zumindest ist nicht da, weil sie Online-Unterricht macht. Aber ja, wenn ein paar Leute fehlen und nicht jeder halt einen Kuchen will. Ich habe mir halt gedacht, okay, also der eine kriegt einen Kuchen, der andere kriegt so einen Windbeutel. Also wir haben nur 20 da und... Also dann würdest du einfach nur so eine Kugel bekommen. Wir haben auf jeden Fall noch Kekse. Ich habe mir überlegt, Glühwein mitzubringen, aber das wäre halt voll der Act mit dem Aufwärmen, weil meine Mutter hat gesagt, man kann den auch kalt trinken, aber ich glaube, kalt ist nicht so geil mit einer Torte vor allem. Und also zu Hause aufwärmen am Morgen, dieser Stress dann in Tassen das Ganze umzuschütten, aufzuwärmen, dann in eine Thermoskanne, habe ich mir gedacht, nee, sind die mir alle nicht wert. Die sind doch den Kuchen nicht wert, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir einfach nur Orangensaft, zwei Packungen gekauft. Genau. Ich überlege mir, ob ich nur eine Torte mitbringe oder halt noch ein paar weitere Stückchen von einer anderen, die wir haben. Ja, also ich werde auf jeden Fall morgen zur dritten Stunde gehen, weil die ersten zwei Stunden sind Wahlfach und da habe ich ja letzte Stunde mein Projekt gehalten, mein Referat am 1. Dezember und die nächste Stunde werden nur Referate vorgetragen und an weiteren Referaten gearbeitet. Da habe ich ja letzte Stunde schon nichts mehr zu tun gehabt. Genau, und ich werde wahrscheinlich auch früher gehen. Also heute auf jeden Fall war zwei Stunden Spanisch, dann war zwei Stunden Deutsch, aber wir haben da eine Stunde GSK geschrieben und letzte Stunde keine Ahnung. Wir sind in der Pause rausgegangen, der Alex kam auf einmal her, dachte ich mir so, why that? Und genau, ich habe ihm halt so gesagt, dass ich, wo er gearbeitet habe, da war ich auch. Und er so, kann nicht sein. Wie? Ich so, ja doch. Das ist ja näher an mir dran, als das an dir dran ist. Auf jeden Fall habe ich mich voll gewundert, dass er so halt, also wir sind halt nach der Kurzarbeit rausgegangen. Ich bin mit der Giveria oder keine Ahnung. Und er kam mit der Fenja raus und hat sich zu mir gestellt. Und mir so, okay. Also ist mir jetzt auch was Neues, dass du dich einfach so zu mir stellst in der Pause. Genau, aber war ganz nett. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ich morgen Geburtstag habe und ja, nächste Woche. Dann ist auch wieder reingegangen. Dann war ich zwei Stunden in BWL weg, weil ich habe gedacht, ich bleibe den restlichen Tag irgendwie zu Hause oder so. Aber dann habe ich mitbekommen, dass Javeria und Luise halt in die Arkaden fahren. Und ich habe einfach mal so aus Verzweiflung gesagt, ja, kann ich da mitkommen? Ich so, ja, haben nichts dagegen und so. Und irgendwie dachte ich mir so, nee, am Ende. Und dann bin ich mit den anderen zum Supermarkt gegangen, also wollte mitgehen. Und dann ruft mich plötzlich irgendjemand an, ich habe sie nicht eingespeichert, und sagt so, ja, kommst du jetzt mit? Ich so, hey, wer ist das? Sie so, ja, Javeria, kommst du jetzt mit? Und ich so, ja, keine Ahnung. Dann habe ich einfach mal ja gesagt, dann sind wir mitgefahren, Leute. Ich habe es echt bereut.
fünftes Rad am Wagen und es war null interessant. Ja, die haben im Asiamarkt irgendwie eine halbe Stunde gechillt und dann habe ich mir gedacht, ja, ich gehe jetzt weiter zur Chemie. Und die sind halt relativ weit mit dem Auto rausgefahren, deswegen bin ich denen eigentlich nur so eine Stunde hinterhergegangen, wie sie im Butlers waren und dann im Asia-Shop, weil die hatten halt vor, dann weiter zu chillen bei irgendjemandem zu Hause von denen. Und ja, dann bin ich wieder zur Schule gefahren. Ich war so richtig, also es hat mich echt deprimiert, die Situation. Ja, und dann habe ich mich in die S-Bahn gesetzt. Ich habe halt ein Brot gegessen und habe halt kurz meine Maske abgezogen, weil man darf ja essen und trinken. Und die eine so, ich hasse sowas, ne? Genau, und dann bin ich eigentlich pünktlich zur Pause wieder angekommen. Also ich bin da ausgestiegen, wo der Supermarkt ist. Und dann kam mir schon der Alvin und der Alex entgegen. Die haben mich irgendwie nicht gesehen. Also dann bin ich mit in den Supermarkt gegangen und habe mir was geholt. Ja. Und dann ging es mir halt irgendwie so nicht mehr gut. Ich saß halt die Pause noch drin. Die alle haben sich gewundert, dass ich noch wiedergekommen bin. Also die Fenja. Und dann ging es mir halt nicht mehr so gut und dann bin ich gegangen. Genau, bin mit der Fenja kurz rausgegangen, habe mit dir geredet. Und ja. Mal gucken, wie es morgen sein wird. Ob irgendjemand noch dran denkt, dass ich Geburtstag habe. Ich habe halt, also letzte Woche hat ja die, am Donnerstag oder so, hat die Luise reingeschrieben, ja, wir feiern halt am 18. Alex und Sophias Geburtstag. Die hat ja nächsten Dienstag. Aber ich glaube, das irgendwie hat, also ich weiß nicht, ob sich das jemand gemerkt hat oder so. Oder ob sie diesen Dienstag mit dem nächsten verwechselt haben. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt jemand also gemerkt hat. Und dann heute auch der Alex, weil ich habe halt die Fenja, wir saßen halt so, wir standen im Kreis eine Pause. Dann habe ich zu Fenja gesagt, ja, irgendwie soll ich morgen was mitbringen? Oder am Freitag, am letzten Schultag, sie so, ja, vielleicht morgen oder so oder keine Ahnung. Und dann hat der Alex gefragt, ja, so was willst du mitnehmen? Sie so, ja, halt was zum Geburtstag. Also, wer hat Geburtstag? Sophia. Also, wann? Morgen. Ah, okay, echt? So, das wurde letzte Woche in die Gruppe reingeschickt, Alex. Du warst zwar betrunken, aber du hast doch gesagt, dass du mitkommst am 18. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann auch nochmal, als ich wiedergekommen bin, gefragt, Leute, soll ich morgen Kuchen oder einen Muffin mitbringen? Sie so, hä, warum? Ich so, ja, ich habe Geburtstag. Sie so, ah, okay. Und dann hat mir Daniela plötzlich eine Instagram-Anfrage geschickt. Ja, Leute, also ich hoffe, dass sie sich erinnern können. Und ich weiß nicht, also ich wollte halt Glühwein mitbringen, aber ich dachte mir so, erstens einmal müsste man den aufwärmen, zweitens einmal, ich weiß nicht, also ich komme halt zur ersten Pause, also zur dritten Stunde und beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, das Problem ist halt, dass wir die ersten zwei Stunden einfach haben und da haben wir, also manche haben halt im komplett anderen Gebäude und dann gehen sie halt direkt zum Supermarkt oder so und verbringen die Pause irgendwie anders, kommen nicht mehr zurück, halt zu unserem Klassenzimmer. Deswegen denke ich mir, fällt die erste Pause weg für das Essen. Da denke ich auch nicht, ob das da jemand Bock auf Glühwein oder Torte hätte um 9.30 Uhr. Genau, dann hätten wir zwei Stunden Mathe. Dachte mir, vor Mathe ein bisschen trinken oder nach Mathe. Dilemma. Deswegen denke ich mal, irgendwie nach Mathe oder so. Entweder nach Mathe in der Pause, also nach der vierten Stunde. Wartet mal kurz. Ja, genau, also um 11.20 Uhr wäre halt nach Mathe Schluss. Aber ich weiß halt nicht, ob es besser ist, halt, ja, keine Ahnung, kurz vor Mathe denke ich mal nicht, weil die Lehrerin wird mir nicht diese Zeit geben, Torten anzuschneiden und O-Saft auszuschenken und dann noch mir was vorzusingen. Ich glaube nicht. Deswegen so nach Mathe, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob eine Pause, ob es besser ist vor der Pause, also direkt vor dem Unterricht, halt mit dem Lehrer, oder so, oder halt, aber ich glaube, direkt in der Pause ist nicht geil, weil dann wollen halt vielleicht manche raus und nicht jeder will halt drin bleiben. Deswegen denke ich mal, ich weiß nicht, vielleicht frage, also dann hätten wir zwei Stunden GSK, aber also entweder mache ich dann wahrscheinlich das vor GSK oder so, aber vor GSK ist halt nach Mathe, weil nach GSK bleibe ich glaube ich nicht mehr, weil dann ist zwei Pause und zwei Stunden BWL. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll.
dass ich ihn frage, dass sie vielleicht 10 Minuten früher irgendwie aushaben können, dass ich halt irgendwie was austeilen kann. Weil, okay, erste Pause 39, ich weiß nicht, ob da jemand eine Torte will, 11:20 ist halt vor GSK, ich weiß nicht, ob 11:20 jemand eine Torte will oder halt nach GSK um 13:10. Aber ich würde halt dann gehen, in der Pause. Ich weiß nicht, ob ich dann das noch genießen könnte, dass ich dann vor dem BWL-Lehrer nochmal abhauen kann. Ich hoffe, Mama sieht das nicht. Das sind Karteikarten, weil ich hatte keine Zeit zu lernen, weil ich musste Physik lernen. Physik musstest du lernen? Ja, ich schreibe am Donnerstag Schulaufgaben. Und jetzt lernst du unter der Dusche? Ja. Was ist das? Englisch? Ja. Gott. Scheiß. Egal. Ja, Physik ist wichtiger. Ja, schon. Ja. Aber ich hätte morgen Ja, Leute, das ist 4:54. Das wird jetzt meine letzte Sequenz für heute. Ich gehe jetzt noch nicht schlafen, weil ich muss morgen zur dritten Stunde, oder beziehungsweise ich gehe zur dritten Stunde. Ich habe, keine Ahnung, um 19 Uhr die Leute gefragt, beziehungsweise gesagt, so, ja, ich bringe morgen was mit. Wäre cool, wenn ich halt euch was anbieten könnte oder wenn ihr was nehmen würdet. Und der Alex hat direkt gesehen. So direkt, nach einer Millisekunde, hat dann immer so nach 10 Minuten geantwortet, so, ja, ich nehme safe was und keiner sonst. Dann habe ich geschrieben, supi, danke, mit einem Herzchen. Und dann hast du auch direkt gesehen. Normalerweise liest du nie meine Nachrichten direkt so schnell. Ja, hat mich gefreut. Und der Benedikt hat meine Nachricht irgendwie schon vor 2 Stunden gesehen, hat aber jetzt erst geantwortet. Sehr cool, mit so einem bietenden Hand und so Feuerwerk. Ja, egal. Der Alex kriegt morgen von mir als erstes was. Okay. Ich habe geduscht und ich denke mal, ich werde so bald schlafen gehen.